Verkehrsfreigabe, so steht auf unserer Anzeige zu diesem Gottesdienst. Ich glaube, der Dresdner wird einfach sagen, die Brücke ist fertig. Und darüber dürfen wir uns freuen. Sie ist jetzt für Straßenbahn, für Fußgänger und Radfahrer, aber nicht mehr für den Individualverkehr. Taxis dürfen drüber fahren und damit aber eine Brücke, die zum Flanieren einladen soll, die Gäste auch einladen soll, mal die Neustädter Seite zu entdecken, die ja auch sehr reizvoll ist. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass jetzt die Augustusbrücke so schön wie vielleicht noch nie wieder entstanden ist und saniert ist. Wir sind ja immerhin mit 3 Linien hier auf dieser Brücke unterwegs und die mussten jetzt alle umgeleitet werden. Insofern ist es für unsere Fahrgäste und für uns natürlich ein schöner Augenblick, dass wir jetzt wieder über diese schöne Brücke fahren können. Technisch sind natürlich Vorkehrungen getroffen worden, dass einmal die Bausubstanz insofern geschützt ist, dass also vor allen Dingen Wasser eben nicht in das Bauwerk eindringen kann und es beschädigen kann von innen. Es waren ja viele alte Sachen zu erledigen und zu restaurieren. Zum Beispiel auf der Neustädter Seite drüben die alten Bögen von der Brücke vor 1910. Und da ging die Entwässerung durch und da musste eben alles neu projektiert werden. Man sieht, dass auf der Neustädter Seite gegenüber vom Blockhaus jetzt die Restarbeiten an der Straßenbahnhaltestelle noch laufen. Und wir werden bis Sommer noch an den Brückenbogen unterhalb der Brücke arbeiten. Hat jetzt keinerlei Einschränkungen mehr für die Benutzbarkeit der Brücke, aber das sind die Restarbeiten, die noch erforderlich sind. Nun gehen wir hin in Frieden und lasst uns Brücken bauen.